Jetzt muss ich auch mal gucken, ob der Chat hier gleich mal reinpasst überhaupt. Ich habe den Octo Expansion Pass. Ich noch nicht. Ich brauche den eigentlich noch. Den habe ich leider noch gar nicht. Na? Oh. Splatoon. Oh, ich liebe die Splatfests halt schon sehr. Gucken wir mal. Hey! Hey, alles spritzig bei euch. Hier ist Tentakul frisch vom Inkopolisplatz. Wunderbar. Perla und Marina. Das Splatfest zum 35-jährigen Jubiläum von Super Mario Bros. Läuft. Entscheidet euch am Splatfest-Wahlstand für eine Seite. Das hier sind die Arenen des Splatfest. Das ist ja, okay. Und Buckelwalpiste, ja, ist ja okay. Und natürlich die Wandelzone, selbstverständlich. Es gibt ein Update, ach was. Oh ja. Ich habe keine Ahnung, ich habe tatsächlich absolut keine Ahnung. Ich bin nicht mehr im Splatoon-Game, ich habe keine Ahnung, was geändert wurde und so ein Scheiß. Denkt daran! Ihr seid cool, wir sind Tentacool! Aber sowas von. Zuhörchen wir? Was soll ich für die Shooter schreiben? Huch, ich liebe den bunten Shootingstar. Was? Shooter, einfach wahrscheinlich. Shootingstar. Ja, Splatoon ist super, ist halt echt. Das passt eigentlich, ne? Ich guck grad mal. Das läuft ja voll gut. Das passt ja. Das passt doch. Läuft doch flüssig und alles. Das ist jetzt ein 30-Frame-Stream, das passt doch übel. Team Sterne, ja unbedingt! Team Superstar, machen wir direkt. Huhu, vor lauter Kamera drehen. Holen wir uns direkt mal hier. Splatfest-Teams. Läuft ja schon seit gestern, ich habe aber extra noch nicht gespielt. Dementsprechend sind wir natürlich Team Superstern! Los geht's! Ja! Aber unbedingt. Tada! Ich will mir das Spiel jetzt auch kaufen. Dann let's go. Hast du noch gar nicht? Oh, wie cool! Das Sternshirt, voll schön. Ich weiß auch meine Ausrüstung gerade gar nicht mehr. Meine Herren, endlich kommt der Wedelkönig wieder. Ich freue mich schon drauf. Ich mag Marina so sehr. Ja, ich halt auch. Ich liebe Marina. Ich mag beide. Ich mag beide, aber ich liebe Marina. Ich habe sie ja auch. Zum Glück als Emote. Ja, klar. Als Amiibo. Die ist so hübsch. Ja, Perla habe ich auch. Und Aioli. Und Limone leider nicht. Sehr schade. Kann man mitspielen? Ich glaube nicht. Ich glaube, man kann nicht joinen ohne Freundescode. Soll das so sein? Hä? Wie, der ist auf dem Kopf von ihr. Ist das richtig? Hä? Okay. Warte mal. Wie war das denn? Lobby? Ich guck mal kurz. Nee, geht nur Freunde, nicht? Ja, nee, dann ist es leider nicht möglich, sorry. Dann ist es begrenzt auf die, die ich halt tatsächlich schon geedit habe, beziehungsweise Community intern in dem Falle. Vor allem, weil ich eigentlich auch vorhatte, in Call zu gehen. Bisschen schwierig. Also heute leider nicht so, sorry. Aber wenn wir wieder andere Spiele spielen, so wie Mario Kart 8 und so eine Sache, da ist ja dann wieder offen. Da sehr gerne. Die hat was Großes in der Hand. Du meinst hier eher. Das. Der geile Klecksroller, du. Du hast ja den Code in Discord. Nein. Für meine Switch? Ne. Eigentlich nicht. Nicht, dass ich wüsste, du. Du, ich. Ich würde 5 Trillionen. Ich bin kein Freund von Freundescode-Spams, du. Und bin auch kein Freund davon, absolut jeden anzunehmen, tatsächlich, muss ich ehrlich gestehen, einfach. Ich glaube, da bin ich ein bisschen geschädigt von damals, von Minecraft. Wo ich echt ungelogen so 100 Anfragen bekommen habe und so ein Scheiß. Das war ein bisschen. Ich glaube, da bin ich einfach so ein bisschen übervorsichtig geworden. Was absolut nichts gegen euch ist, aber keine Ahnung. Da bin ich so eingestellt einfach. Freundescode. Also es würde mich wundern, wenn ich da drin stehe. Nein, nur für Pokémon Go. So, Minecraft war krass. Ja, Minecraft war wirklich hart. Deswegen, ich habe auch ein bisschen, ich hab ein bisschen Schiss, falls wir das hier irgendwann wieder streamen sollen. Ne? Okay.
So, pass auf. Also in dem Fall, jeder, der mich glücklicherweise auf der Switch hat, kann mitspielen. In diesem Fall. Erstmal Team Feuerblume genommen. Hä, hey, das wäre ja geil. Feuerblume wäre nice. Ja. Dann will ich mit dem Klecksroller spielen. Ich glaube, für den Anfang ist das ganz cool. Passt eigentlich die Lautstärke oder ist das Spiel zu leise? Sag mal, ich glaube, ein bisschen lauter geht das. Ich mach mal hier hin. Und die Displatoon, das sowieso auch logisch. Hä? Was denn das? Ach so! Oh! Hä? Hä, wie jetzt? Was ist meine eigene Lobby? Einfach rein oder was? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht, Alter. Kämpfe mit Freunden, dann join ich ja. Du kannst hier im Splatfest kannst du nicht einladen, ne? Minimal lauter? Habe ich gerade gemacht? Ich weiß nicht, ob das jetzt passt. Habe ich eigentlich gemacht, tatsächlich. 5 Dezibel höher. Ich weiß nicht. Standard, Freunde. Was? Standard. Oh, es gibt noch eine Unterkategorie. Danke da. Dankeschön. So also. Ah, Spieler stellen. Ja, das ist ja perfekt. Ah, ohne Code. Geht das doch mit Code? Aber es geht doch... Hä? Hä? Dank nicht bitte. Ach, danke, Taktika. Keine Ahnung. Ihr kennt unseren Code? Weil ich habe ihn vergessen. Ach ja, GG? 69. Unser Gildencode. So. Ja, geil. Okay. Und, Prost. Also Call? Gerne. Oder? Wenn ihr möchtet. Also ja, warte mal. Das geht ja eh nur zu viert, also gehe ich in den Vierer-Voice, nicht? Könnt ihr gerne. Mach mal einfach. Huh. Hallo Lucky, du Wedelkönig. Ja, hi. Oh, geil. Oh, schön, dich zu hören. Servus. Haben wir uns ja schon so lange. Ja, richtig lange her, du. Ich sag's dir. Na, im Stream ist das eine Weile her. Ja, gut. Eigentlich genauso lang, wie die dich gehört haben. Ja, ne? Lass. So. Ja, geil, du. Kommt da noch wer? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja. Oh, wer ist denn hier? Hallo. Taktika, ja, moin. Halli, hallo, hallöchen. Hättest du das du gemacht, hätte ich Mario Party weitergemacht. Was hätte ich wohin? Hättest du das du nicht gemacht, hätte ich Mario Party weitergemacht. Ah, okay. Ja, cool. Aber egal, ich mach später noch weiter. Habt eine große Frage. Wie spielt man dieses Spiel nochmal? Ja, ganz genau. Mit Tasten, glaube ich, und mit einem Controller. Gut, dass ich noch so ein teilweise erfahren bin, ich weiß es noch. Ich kann es dir nicht auswendig sagen. In-game wüsste ich es wahrscheinlich einfach automatisch direkt wieder. Warte, das Spiel beim Controller? ZR ist schießen, ZL ist abtauchen. Rechter Stick Kamera, linker Stick bewegen, B ist springen. Ich tauche gerne ab. Ja. Und die R-Taste ist für die Sekundärwaffe. Das sieht eigentlich, das ist eigentlich ganz cool. Einer mit Klecksroller, einer mit Distas und einer mit Pinsel, das ist eigentlich ganz cool. Ja, ich bin zum Einfärben da. Ich bin zum Wedeln da. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich presche voran und wedel alle tot. Kommt noch jemand dazu? Ach, stimmt, ja, da rippt die zwei perfekt 7. Ja, die anderen haben eben gesehen, wie ich noch Splatoon gespielt habe. Das mach ich einfach mal. Bright! Ich drüben war. Oh, ich muss auf Activity Feed, danke schön. Ich spiele Splatoon sogar noch ab und zu mal sehr selten. Echt? Genau wie eigentlich Pokémon Tekken. Oh, Pokémon Tekken, okay. Pokken! Ja, nein, Pokémon Tekken DX! Ja, ja. Das macht so viel Spaß, sogar ab und zu mal mehr als Smash. Ich bin echt am Überlegen. Aber das ist viel zu teuer eigentlich für das, was es ist. Das ist total interessant. Also ich finde, das macht mega viel Spaß. Es lohnt sich schon. Okay. Kommt noch wieder Spieler? Ich hatte halt so von der Demo, ich habe ja die Demo auch schon gespielt und ich fand es ja cool, aber halt für mich persönlich halt eben echt, ich würde es wahrscheinlich auch selten spielen und dafür ist einfach der Preis in dem Fall für mich persönlich viel zu hoch.
Ich nehme immer die Zeit und spiele es ab und zu mal. Wenn ich es für ein 20 oder Maximum 30 sehen würde, also 30 wäre bei mir echt Schmerzgrenze bei Pokémon Tekken, dann würde ich zugreifen. Dann aber das schon. Dauert lange, die Spiele sind immer so preisstabil auf Nintendo. Würde ich gerade sagen, warte einfach, bis es irgendwann mal im Angebot ist. Ja, dann halt vielleicht mal, also es ist halt echt kein Pflichttitel im Moment, also cool, ja, cool wäre schon, aber ja. Bekommen wir noch einen vierten Spieler? Ich glaube nicht. Oder was, mit Random Dude? Mach mal. Ich habe jetzt nichts im Chat gelesen oder so. Ich glaube, dann machen wir einfach immer durch hier. Mehr als deine Wache, nicht wahr, Lucky? Erwachen? Was? Big Willy entfesselt? Was? Ja, ja, Big Willy entfesselt. Erwachen, Awakening. Mhm. Mädelshorde. Ich habe erst Mädelhorror gelesen. Einmeldung. Japaner haben für den Team Superstern. Echt so? Awakening. Was? Ja. Fire Emblem? Zelda? The Legend of Fire Emblem. Awakening Zelda. Ja, yeah, Awakening. Das ist Link's Awakening. Oh. Your mom! Ach, meine Mutter spielt mit! Deine Mutter spielt jetzt mit! Ach, scheiße, Alter. Wieso, Lucky, wenn du da bist, bekommen wir immer irgendwelche Meme-Mitglieder, Alter. Ich bin ein Meme. Your mom, ey. Ich glaube, ich häng. Das kann nicht sein. Deine Your Mutter. Das ist so scheiße. Das geht doch nicht. Na, dann spritzen wir mal für die Sterne, wa? Ich wedel für die Sterne. Und ich rolle für die Sterne? Ja. Na dann. Hallöchen, Mina. Wunderschönen guten Tag. Ah, schön. Schön, dich wiederzusehen, liebster Gekko. Wie war deine Auszeit? Noch ist sie eigentlich da. Das ist gerade eine Auszeit in meiner Auszeit, weißt du? Willkommen in der Auszeit. Willkommen in meiner Pause. Sind jetzt private Einblicke in Geckos Pause. Richtig. Oh, okay, das Spiel ruckelt tatsächlich. Warum ruckelt das denn? Ich bin tot. Okay, ich muss jetzt tatsächlich in OBS ein bisschen gucken und spielen. Weil ich einfach gucken muss, wie das gerade hier läuft. Aber schön, dich zu sehen, Mina. Hi. Wie gesagt, wir spielen heute bis ins Splatoon, dann im Laufe des Jahres nur einmal Monster Hunter Rise und wirklich zurück bin ich am 12. Februar. So ist es zumindest geplant. Falls nichts dazwischen kommt. Läuft Splatoon in 60 Frames, kann das sein? Ich glaube, nein. Fühlt sich ein bisschen so an. Das ist ein bisschen seltsam. Kann ich das während dem Stream umändern? Ja, aber der Stream läuft ja auf 30, das gibt ja keinen Sinn. Ich kann ja mal 60 erlauben zumindest. So, mal sehen, was passiert. Nein! Ja, jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen besser. Ich habe vergessen, dass man nur gegen gute Leute spielt in dem Spiel. So, genau, Chat muss auf die rechte Seite in dem Fall. Das ist sinnvoller. Gecko steht einfach so auf Körper graben. Ja klar. Und keiner von den Gegnern bemerkt das. Ja, warum denn auch? Ich bin ja auch Gecko. Mich verfolgen nicht mal Geister. Gut. Oh, ich hab ne Wolke. Heute einfach so, genau. Also deine Mama. Gib es doch zu, dass du es vermisst hast. Das sowieso. Ohne Witz. Ja, habe ich vorhin schon gesagt, ich bin richtig hibbelig, einfach zurückzukommen und mit euch und so zu streamen und so. Natürlich vermisse ich euch. Verdammt! Ha! Scheiße von hinten! Wäh, scheiße von hinten. Scheiße von hinten. Regen! Oh, der Regen. Oh, die ist gut am Ende, die ist gut am Ende. Was ist die Map auf X? Okay. Das fand ich echt auf der Wii U tatsächlich besser, weil du da die Map auf dem Gamepad hattest. Fand ich viel, viel geiler. Okay, das sieht ja gar nicht mal so gut aus. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Es geht. Ja, überrannt. Ah, scheiße. Wurde gerade überrannt. Ja.
Mist. Hä? Wie kann ich zu ihm? X und dann porten. Also den Spieler anvisieren und dann let's go. Hallo Gecko. Hallo. Fuck. Das wird nix. Nein, ich glaube, das war's. Ja, geht. Moin. Dieses geht. Farbe schleimige Geräusch. Das ist toll, nicht wahr? Au, war das knapp. Ja, leck mich am Arsch. Ich sag doch, es geht. Ja, aber wie gesagt, es war mehr rot. Ja. Weißt du, wer schuld ist? Deine Mutter. Deine Mutter hat sogar gut gespielt. Yo, Mom, Alter. Ist so. War ich am schlechtesten. Ich war ja auch gerade ein bisschen am gucken, dass es technisch läuft. War gar nicht drin richtig. Meine Schuld also alles. Ja. Wie immer. Ist ja nichts Neues. So, ich passe mich mal an. Pass dich doch mal an hier. Ich passe mich an. Warte. Feindesplatte. Was habe ich denn da eigentlich auf dem Kopf? Und was habe ich für Schuhe an? Ja, passt schon. Ja. Nur weil du AFK warst. Ja, schlimm, ne? Ja, nur wegen, guck mal, wegen dir ist deine Mutter gegangen. Nein, nicht meine Mutter. Oh Mann. Ripp deine Mutter. Ripp deine Mutter. So gut. Oh Scheiße. Ripp deine Mutter. Wen bekommen wir wohl als nächstes? Dein Vater. Ich beschwöre dich herauf, oh großer Meme. Das warst du ja noch nie. Hallo? Hallo? Die hat mich wieder ganz doll lieb. Alter. Ja, aber wo sie recht hat. Ja, schau du mal in den Spiegel, ey. Motte. Motte. Hallo, Lilly. Mit dem Super-Super-Stern, Fell. Ja, der Super-Super-Stern. Normalo Superstern. Was hast du denn da für eine Trump? Toll! Simon. Oh, Nintendo! Och, Lilly! Lillifee. Ach, weil die Kampfdaten aktualisiert wurden. Ja, okay, gut. Oh, wow! Arena wird aktualisiert, deswegen. Ach, 15 Uhr, ja, okay. Naja, okay. Spiel erstehlen. Ich stehle ihn. Let's go. Smexy. Smexy. Smexy Bexy. Alexi Smexy Bexy. Grundelpavillon und Tümblerkuppel haben wir jetzt. Grundelpavillon? Die Wandelzone wechselt aber auch immer. Achso, okay. Immer zum Fahrtfest. Die ist aber man weiß nie, wie die aussieht. Gut, Tümblerkuppel mag ich eigentlich tatsächlich irgendwo. Die Tümblerkuppel ist super, die ist aus dem ersten Teil noch. Ist der Grundelpavillon nicht aus Smash? Was? Es gab doch irgendeine Splatoon-Map in Smash. Ja, das war der Turm, der eine Turm, das waren die Moränentürme. Sniper-Map quasi. Also, das sind die Moränentürme. Genau. Boah, ich wünschte, ich wäre hier in Snipern so gut wie in TTC. Das wäre einfach. Ja. Okay, viel Spaß da. Ciao. Bye-bye. Ja, immer diese gepatchte Version. Bye-bye. Nilo Chibi. Oh, lol. Hä? Das irgendwie jemand... Ich kenne den. Wen? Nilo Chibi. Ist der auf meiner Freundesliste? Weiß nicht. Ich kenne den Namen. Ich kenne ihn. Wo hast du das gelesen? Unten in meiner News. Grüßt du? 100er Kampf. Splitfest Einmeldung. Und Taktika. Line Chibi, Kai, Poké. Hier, Nilo Chibi. Mädels. Viel Erfolg, Game. Mina! Bei mir steht ja die ganze Zeit nur Dings. Emily! Emily Erdbeere! Ja, Emily Erdbeere. Ich bin ein normaler Supersternfan. Du bist einfach zu normal. Ja, du doch auch. Wir sind einfach zu normal für den Scheiß. Gestern, als bitte. Das ist, finde ich, sehr glorreich von dir.
Das war ein glorreicher Spruch. War noch glorreiche Siege. Das glaube ich dir. Danke, ich hasse Einkaufen. Echt? Nö, ich finde es eigentlich immer ganz... Nö, also ich habe nichts also gegen momentan, Einkaufen. Ich mag Einkaufen. Momentan... Rivali! Splat-Mama, Alter! Splat-Mama! Alter, was ist das? Ja, das ist die Splat-Mama! Kennst du nicht? Hm. Die splattet so. Deine Mutter wurde zur Splat-Mutter. Maximale Aura! Drake! Alter! Dankeschön für den Raid! Herzlich willkommen an alle! Ja, willkommen bei Splatoon 2! Was gab's denn bei euch, Feines? Gab's bei euch auch Splatoon? Wie geht's dir? Ja, schauen wir mal. Ich sag mal voraus, pass auf die Kanonen auf. Mit die Kanonen? Ja, ich verpeil das. FIFA vom! Können wir benutzen, Gegner abzuschießen auch. Hallo? Achso. Puff! Ich bin mal in so einer Kanone. Ich bin so schlecht im Spiel. Raketen. Das ist schon nicht gut. Schön, dass meine Facecam eigentlich quasi in meiner... Hilfe. Voll im Weg ist halt quasi. Ha! Sehr schön. Ich hab noch den Dings runtergeschickt, aber naja. Mein Chat ist kaputt oder auch nicht? Ah doch, hier jetzt. In OBS war er gerade kaputt. Selbst Team Nice, jawohl, natürlich, wir sind Team Sterne. Splatoon 2 bei euch, ja mega geil, dachte ich mir fast. Wie geht's denn meinem Mini-Reptil? Warte einen Moment, sind wirklich Reptilien? Ja. Was soll? Ist irgendeine Echse nicht kein Reptil gewesen? Egal. Mir geht's ganz gut soweit. Sehr gut sogar. Wie geht's dir? Und ich bin gerade einfach nur. Es ist einfach gerade richtig geil. Einfach heute. Oh mein Gott, ich spiel gerade so gut. Ich bin gerade voll im Wedelfieber. Oh, im Wedelfieber, Alter. Deswegen gestorben. Ah, oh, zum Glück. Ich liebe die Curlbomben. Du kannst so gut damit fliehen. Sehr schön. Sehr schön, das K.O. Komm schon, ich brauche noch einen Scheißdreck. Oh. Das war so knapp. Jetzt noch mitgenommen. Das ist aber eine kleine Map, kann das? Emily, überlebe! Emily, Erdbeere! Bitte! Let's go! Bin auf dem Weg! Scheiße! Ah. Vorsicht, da sind 2000 davon! Ja! Aber wir sind gut dabei! Ja, die rennen gerade... Oh, da sind welche! Na, ah, ich hasse den Typen. Ich will doch Rivali. Nein! Scheiß Bunny Hopper. Ja, Rivali. Bist du safe, Taktiker? Ich bin gerade noch safe. Dann komm ich rüber. Genau. Wir bräuchten echt. Ja, nee, zu dritt ist das geil. Wir können voll gut absprechen dann teammäßig. Ja. Das könnte bei uns ausgehen. Die sind aber richtig gut vorgestoßen noch. Wieder so knapp. Ja! Yes, ja! Ja, Mann. Sehr gut. Ich habe so viele Kills gemacht, die Runde. Das war eine schöne Runde. War spannend. Natürlich bin ich Letzte. 6 Kills einfach mal gemacht. Hast genügend tot gewedelt, wa? Ich muss jetzt mal wieder in das Spiel reinkommen. Ich auch. Nee, ich vergesse immer, dass man beim Wedeln immer so sneaky sein muss. Bisschen. Mm. Du kannst nicht so einfach so auf das Leute zurennen. Wutschen und wedeln, ja. Ja, Pinsel im Nahkampf ist eigentlich schon stark. Ja, deswegen, wenn du hinterher kommst, dann bist du schneller tot als du. Einfach hinsneaken und dann bam bam bam, weg. Ja, bam bam bam, weg zum nächsten, bam bam bam, weg. Ja. Ah, jetzt haben wir unser Sterne gegen Sterne. Schön, dich wieder live zu sehen. Ich freue mich genauso sehr, wieder live zu sein. Obwohl, eben wie gesagt, wirklich zurück komme ich erst am 12. Februar. So ist es geplant. Ist noch nicht mehr lang. Ja, eben. Noch 5000 Wochen.
Ja. Also pünktlich das zu Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, nicht wahr, Lucky? Richtig auch. Drake, das holst du dir doch bestimmt auch, oder? Pause muss halt sein. Auf jeden Fall, ab und zu. Klar. Was ist das für ein grüner Würfel? Und Winterpause ist ja bei mir eigentlich eh schon Standard. Warum habe ich jetzt meinen Skill nicht eingesetzt? Hallöchen, Queenie! Und Marcy. Verkauft. Echt? Du hast die Wii U-Fassung verkauft. Oh, das ist ja interessant. Scheiße, Blubberbläschen überall. Nein! Nein, nicht Blubberbläschen. Ich muss jetzt ein bisschen aufs Spiel achten. Ich freue mich richtig drauf. Bitte, du musst die Sterne stolz machen. Für die Sterne! Hab's ja auch schon vorbestellt tatsächlich. Deswegen, also da. Scheiße. Kann ich es auf jeden Fall safe schon mal streamen. Hast du den Trailer gesehen, Drake? Das ist schon. Achtung, ist ein Gegner irgendwo. Warte. Zu wem kann ich? Wer ist safe? Ich bin auch safe. Ich geh mal hier. Ich bin gerade noch safe. Das hat nichts gemacht. Bei uns in der Base sind, glaube ich, Gegner gewesen, ja. Hab einen. Hier ist noch frei, tatsächlich. Unsere komplette Base ist grün. Oder ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich muss gerade ein bisschen die wegflanken. Yes! Der ist schon mal weg. Hier ist noch einer. Bei uns ist hier noch einer. Du mit deiner Scheißbombe! Ich bin tot. Hast du ihn oder hab ich ihn? Stimmt, erledigt. Ist ja immer ganz praktisch. Aber danke für die Hilfe. Immer doch. Granate. Welche Stufe bist du Sternfan? Die ist normalo. Wir haben gerade erst angefangen. Oder sind wir schon gelandet? Nein! Nee, wir sind doch noch. Wir haben erst angefangen. Wir haben zwei Matches gespielt. Eins gewonnen, eins verloren. Oh ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, der ist damit. Foxtrash ist weg. Verdammt! Vorsicht, Lucky, da ist jemand, ne? Nee. Deswegen mein erledigt. Als Warnung. Das muss man echt erstmal verstehen eigentlich. Habe ich am Anfang damals bei Splatoon 1 auch erstmal nicht geblickt, wenn der erledigt getriggert wird. Dass es nicht heißt, dass du jemand erledigt hast, sondern dass du erledigt bist. Ja. Ja, das ist eine Sache. Oh, die, am Ende die Explosion. Oh Gott! Das haben wir, glaube ich, verloren, ja. Natürlich. Ja. Aber es war ein schönes Match noch. War doch ganz gut. Auf jeden Fall. Willst du dich online kaufen? Ja, ja. Ja, ich auch nicht. Nee, online habe ich's. Nee, ich bin ja Retail-Sammler sowieso. Mir kommt das physisch ins Haus. Aber hallo. Mir fällt gerade auf, dass ich einfach Level 7 bin. Lol. Die bestellst du nicht online? Okay. Ja, doch, da bin ich. Da bin ich am Schlüssel tatsächlich. Ja, ich bin schon ein ziemlicher Amazon-Kunde, muss man schon mal zugeben hier. Wie kannst du den Großkonzern hier unterstützen? Schwierig, ne? Ja. Das Problem ist aber halt auch, dass ich sonst nicht wirklich Märkte hier habe. Was soll ich machen? Auch großartig. Hast du keinen Mediamarkt? Nee, hab absolut nicht. Kein Saturn? Absolut nicht. Kein GameStop? Auch nicht. Best Buy? GameStop, lol. Nicht mal die würde ich dahingehend, glaube ich, unterstützen. Warum? Weiß ich nicht. Ach, weiß ich nicht. Hier und da schwierig. Das GameStop nutze ich echt tatsächlich nur als Gebrauchtmarkt an, also Kauf. Nicht über Verkauf sowieso nicht, aber halt, dass ich da gebraucht kaufe. Manchmal sind die echt gut. Ja, gebrauchte Sachen sind halt immer vorhanden. Gerade wenn im Angebot kannst du richtig gut snacken eigentlich bei GameStop. Vor allem, wenn man da einfach so, keine Ahnung, von den seltensten Spiele kaufen kann. Ja, manchmal geht das übel, klar. Könnte man so irgendwie so ein uraltes NES-Spiel mit 3 Milliarden Euro wert ist für 5 Euro. Das Einzige, was wir halt da haben, ist ein Müller mit einer Medienabteilung im ersten Stock.
Da gibt es halt ein paar Spiele, ja. Da kaufe ich auch selten mal ein, aber das Ding ist halt, es ist halt der Müller. Es sind halt so normale Läden, da sind halt Preise stabil, ne? Wenn du dann eh nicht viel Geld hast, greifst du halt dementsprechend erst recht auf online zurück. Ich bin auch sehr, sehr gerne einer, der natürlich gebraucht kauft, vor allem. Meine sehr große, komplett Teil der, der Großteil meiner Sammlung ist Gebrauchtware, ehrlich gesagt. Ist ja nicht schlimm. Ja, eben. Absolut nicht. Nur Nintendo mit der Switch hat mich tatsächlich dran gekriegt, dass ich sehr vieles da an Release hole. Das habe ich sonst bei keiner anderen Konsole je gehabt. Die können gut halten. Bei der Switch greife ich doch oft zu. Sonst bin ich echt der Typ, der auf Amazon kauft. Ah, Mist. Rebuy, Medimobs, Konsolenkost. Das sind gute Gebrauchthändler, sehr, sehr gute. Was gibt's noch? Ich weiß nicht. Ja, und halt eBay, ne? Das Deko selbst Gebrauchtware. Ich bin sowas von... Was? Was? Ja genau, deswegen sehe ich so verbraucht aus. Ich bin nichts mehr wert, Leute. Boah, was ist denn hier? Verdammt! Die halten saugut. Tot. Scheiße. Die sind auf der Bay. Scheiße. Kann ich nicht woanders hin? Ich hätte weiter wählen sollen. Hätte ich gewonnen. Ich wusste, dass ich Giga gerade schlage. Jo, die übernehmen uns gerade so übel. Fuck! Die sind ein bisschen zu gut. Alter Rex, Alter, was bei dir? Willem Boy. Oha. Oha. Ja, ich kam aus der Alter Base. Ich kam aus der Base und bin in eine Genki-Dama reingelaufen. Was soll ich denn da machen? In eine Genki-Dama. Okay, pass auf. Dann mache ich einen Sneaky Move. Okay, nee, ich wurde entdeckt. Guter Sneaky Move, hat der lange gehalten. Stoße vor, stoße vor, bin jetzt hier. Könnt ihr rüber? Haha, gefährlich. Doch nicht, vergiss es. Scheiße, Mann. Goku, Hallöchen übrigens. Servus. Ich geb mein Bestes, aber die sind echt hart gerade. Guck mal, wie. Ja, bin. Da geht gar nichts. Wir können überhaupt nicht vorstoßen gerade. Ich hab doch Gedingsbumsen. Oh, ich glaube, es ist ein E-Sport-Team. Scheiße, Mann. Die spielen gerade in der großen Halle. Ja, echt so. Oh, die waren echt sehr gut. Heilige Scheiße. Ja. Oh, Lasagne, Alter. Ein Liter Kaffee? Yo. Na, dann gönn dir mal, Drake. Schön, dass du da warst. Danke für den Raid auf jeden Fall. Wir hören uns. Lass dir schmecken. Ich bin wieder Letzte. Ich bin wieder das Letzte. Sehen, wie viel er eingefärbt hat und so weiter. Ist halt ein Tässchen. Yo. Ein kleines Tässchen. Ich geh mal auf was anderes. Haben wir denn da Tolles? Ja, ja. Was anderes. Das verdunstet der Inhalt so schnell. Yo. Krass. So. Ach, das klopft die ganze Zeit hier so. Ich frag mich schon. GameStop haben untereinander so einen krassen Konkurrenzkampf. Ist ehrlich? Jein. Ich hab keine Ahnung davon. Geht so. Sie haben es aber allgemein sehr schwer zur Zeit. Ey, die waren den ja Energy hier. Eigentlich sind sie dabei zu verschwinden. Die mussten richtig viele Filialen auch dicht machen. Ja. Das habe ich aber auch gehört.
Wir spielen übrigens gegen Agumon. Lol. Ja. Da ist ein Agumon. Ja. Es kann schon sein, weil du dich ja quasi in die Kette einkaufst und dann jeder Laden für sich agiert, aber du ja trotzdem deine Standardpreise nehmen musst, wie es ja die Kette vorgibt. Also kann dann sein, dass es dann natürlich dementsprechend konkurriert, wenn jetzt zum Beispiel zwei GameStops in der Nähe sind. Dann ist es natürlich dumm. Aber generell ist es ja eine Kette, dementsprechend ist der Konkurrenzkampf insgesamt untereinander eigentlich, dürfte gar nicht allzu hoch sein eigentlich. Abklingzeit abgeschlossen, der Hype-Train ist jetzt stark, klar. Ja, guten Tag. Huch! Achso, ich habe jetzt die Bomben. Fuck my life! Ah! Nein, ich bin ja jetzt ganz anders! Agumon hat mich getötet. Wie springt man? B. Warum springt man mit B? So, alles andere passt aber, ne? So von wegen Zwecks irgendwie Ruckler oder Artefakte im Stream sind doch auch keine da, wirklich. Artefakte? Ja. Dass er verpixelt ist und so ein Scheiß. Ich meine, komplett hundertprozentig weg kriegst du das eh nicht, das ist Twitch. Gerade als Partner, Nicht-Partner ist rechtlich. Du hast immer irgendwelche kleinen Artefakte. Nein, das geht voll klar. Ah! Oh ja! Einmal! Oben ist ein Typ in einem Eimer, der geht mir gerade übelst auf den Nerv. Ich geh mal zu dir, wenn du safe bist. Ich bin safe. Oh Gott, safe, ich bin nicht safe. Der Typ ist ein Hammer. Ich weiß gar nicht mehr, wie man sprintet. Ah, okay. Wenn jemand geduckt ist. Nein, ich meine das Ausweichen mit den Dopplern. Agumon! Die Rolle. Das Draven eigentlich. Was quasi schon. Nee, was ist denn das, Alter? Nein, ich hab die falsche. Okay, das war jetzt echt scheiße. Ich dachte, was ich hab. Ich dachte, ich hab an meinen Stampfer. Nein. Scheiße, Mann. Oh, den hätte ich. Das war so dumm. Oh, das ist dumm. Jedes Mal, wenn ich meine Fähigkeit bereit habe, sterbe ich halt instant. Viel Erfolg, bis bald. Danke. Bis später. Ah, scheiße, Agumon. Wir verlieren halt, Leute, ne? Wie wär's, Lucky? Fährt mal die Mitte ein. Ich bin doch gerade dabei. Was willst du eigentlich? Dass du mir deinen Pudding gibst. Schaffen wir nicht. Ich spritze dich rum. Nein, nein, ich hab einen Roller im Rücken. Ist niemand in der Mitte? Noch ich. Nein, oh shit. Ach, das war eine 1, ich dachte, wir sind doch bei der 7. Schade. Nein, das war's. Ah, nicht. Die sind bei uns eingeladen, ja gut. Die waren bei uns. Ja, vor allem ist bei der Map die Mitte so wichtig auch. Ja, hier ist die Mitte sehr wichtig. Wir waren ja am Ende mehr in der Mitte. Nur die waren drumherum. Die uns eingefärbt, da konnten wir nicht mehr machen. Naja. Ich bin bald Level 8. Ich bin 29. Und ich level meinen Premium Squid Kids V Schuh. Ich hab weiße Leinenschuhe. Weiße Leinen. Piloten. Ach, warum hast du einen anderen Hut als ich? Ich konnte meinen Hut, glaube ich, nicht umändern. Hut. Vor allem ist eine Brille ein Hut. Ja, Kopfbedeckung. ich trage meine Brille auch immer als Hut. Fehler als bei der Datenübertragung habe ich bekommen. Echt? Nice. Ja. Hat es deswegen gerade so lange gebraucht? Ach so, ich habe mich schon gewundert. Dann seid ihr rausgekickt. Ja, und ich kann auch gerade nicht joinen. Ja, wahrscheinlich, weil ich gerade drin bin. Ah, nee, oder? Warte. Wobei? Ne, wir können nicht joinen. Echt nicht? Nee. Ach, Spiel. Lil. Lil. Was ist ja voll von. Oh. Nintendo. Nintendo. I want it all. Sonnisch. Ja, gut, dann. Wer kommt denn jetzt da rein? Weird Guy? Ugh. Weird Guy 09. Direkt mal. Tschüss. Ich bin nicht mit Weird Guy. Das ist mir zu weird.
Gut. War der zu weird? Ja, absolut. Gespeichert. Hä? Ich hab doch erst gestartet. Oh, Level 52, nice. Was ist denn das Endlevel eigentlich? 999. Ja, absolut nicht. Das weißt du ja gar nicht. Doch. Woher? Ich weiß das. Ich hab das programmiert. Deswegen ist es so scheiße. Also auf meinem Main-Account bin ich Max-Level, daher weiß ich das. Ja, richtig. Auf meinem Main-Account. Ich bin hier das Mörder. Ich tu nur so, als ob ich scheiße bin. Warte mal, hä? Was ist denn hier? Laber mich doch nicht voll. Oh mein Gott. Ah. Das hatten wir ja noch gar nicht. Ihr seid cool, wir sind Tentacool. Nicht vergessen, Leute. So. Was soll ich nicht vergessen? Was vergessen? Was? Wir sollten was vergessen. Hier, bitteschön. Let's do this shit. Die Lobby ist wieder startklar. Nee. Nein, ist sie nicht. Ah, jetzt. Gut, feiern. Was haben wir denn noch so für tolle Sachen? Der Feind des Persaneo. Was ist denn die Waffe in der Mitte rechts? In der Mitte rechts? Hä? Ganz ja, rechts? Ja. Das sind auch Doppler. Ach so. Das sind die Kenser Kelvin. Ach, ist Kevin. Okay. Das ist. Ist ja Kevin. Wenn du ZL drückst, kannst du auch die Teil sehen, wie die Reichweite denn alles ist. Ja, die weiß ich ungefähr, das passt schon. Okay. Die da einfach mal 50 Sachen mehr hat als ich. Ich muss halt nur überlegen, gerade von den Special Moves. Was ganz cool wäre. Die Tintenmine ist eigentlich voll schrecklich, oder? Die Mine? Ja. Kommt drauf an. Habe ich noch nicht so wirklich geht schon. Man kann schon drauf reinfallen. Geht schon, weiß nicht. Ich bleib bei meinem Wedeln. Ich habe halt zwei Pinsel. Eine mit Minen und eine ohne Minen. Aber dafür ist die Ulti halt besser. Das ist halt das. Ich nehme wieder das passt schon. Reichweite ist natürlich für den Arsch, aber mit der Curling-Bombe kann ich ihm vorstoßen, ich lieb das. Also nimmst du die Trompete? Ja, richtig. Passt schon. Mein Schuhlevel ich halt noch. Gut, passt schon. Du levelst auch deine Kleidung. Mhm. Ich level vor allem meinen Hut. Denn der steht dir gut. Das eine Brille ist. Das eine Brille ist. Ach lol, es gab einen YouTube-Upload. Mein neues Unboxing ist jetzt draußen. Ja, mit diesem wunderschönen Thumbnail. Habe ich dir recht. Das, Lucky? Das weckt Erinnerungen. Schreckliche Erinnerungen. Schwierig. Ja, ja. Der Andi macht mit. Sehr gut. Oh nein, wir spielen gegen Wumi. Was? Ja, aber wir haben eine Zeit von Nara. Okay. Und wir spielen Andy. Let's go! Ich spiele mit typisch Andy. Typisch Andy, typisch Andy. Oh, das war eine gute Serie, ganz ehrlich. Habe ich sehr gerne geguckt damals. Hi, ich bin Andy. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Meister der Tinte nennt. Oh, ich kenne das Opening gar nicht mehr richtig auswendig.
kommt ganz drauf an. Typisch Endkanäle, ich kenne dich noch ein bisschen. Das war super einfach. Wow. Haha, du Affe! Ich wäre gerne, wär gerne unsichtbar in meiner Tinte. Du doch. Nein, bin ich nicht. Sniper. Ich bin ein Sniper. Sniper hier. Ein guter Sniper. Gegner-Sniper. Ich nehme ihn gerade aufs Korn. Hab ihn ein bisschen weggezwungen zumindest. Der ist hier, wo man erledigt war. Ja, Mann. Hab ihn. Bumi hat mich gekillt. Ist zwar gestorben, aber er ist weg. Vorsicht, Taktiker hinter dir ist einer. Er ist weg. Die haben halt alle voll equip, ne? Oh lol, was bist du denn für ein Schlumpf? Deine Gesichtshaut eskaliert gleich. Sniper ausgeschaltet für einen kurzen Zeit. Sehr gut. Ich komme mal zu dir, oder? Bist du safe? Gerade bin ich safe. Dann komm ich rüber. Ja, da ist einer, okay. Hey, wo ist er? Verdammt. Scheiße, wo ist er? Da. Ja. Hab ihn, Sniper weg. Wir kommen nicht voran. Oh mein Gott, fuck. Ja, bin erledigt. Wir sind schon hier bei uns. Ach scheiße, sag das doch. Dann wäre ich nicht in die Offensive gegangen, hätte ich mich verschanzt, ich hätte rüberkommen können. Ja, haben wir auch gerade gemerkt. Also ich hab auch erst gesehen, deswegen. Scheiße. Ja, ja, ich bin entdeckt, ich weiß. Nein! Okay, der wusste noch, wo ich bin. Komm, das kriegen wir noch hin. Ich komme zu dir, oder Lucky? Passt, oder? Ja, ich kann weg. Na scheiße, passt eigentlich nicht. Kann ich da rüber? Lol, ich kann ja da rüber ins Eck! Nee, kann ich nicht. Vergiss es. Ja! Woher wusste der das denn? Nur mal so sind wir unsere komplette Base eingenommen. Kommt mal rüber von hinten auf. Ja, okay, jetzt ist es das Spiel. Unsere komplette Base eingenommen. Ja. Oh, Alter, ich wurde weggesniped aus der Luft. Okay, das wir haben verloren. Das haben die richtig zurückgeholt, ey, das ist ja krank. Wir waren echt gut immer vorne und dann bam. Das ist so ein gerader Strich, den ich gemalt habe unten. Schade. War eine echt gute Runde erstmal. Ach, die Gegner habe ich komplett zerstört. Ich habe die auch gut in Schach gehabt. Jetzt bin ich wesentlich mal Zweiter. Komm mal wieder rein hier. Ich bin meistens Macht Dritter. Macht Spaß. Ha, mein Schuhlevel. Ha, meine Schule. Okay, das ist eine gute Fähigkeit, nehme ich. Jetzt kann ich bald besser zutreten. Spürt meinen Fuß! Und meine Dreifachachse. Ich habe mich wochenlang nicht gewaschen. Mein Dreifach-Käsefuß. Okay. Coolius. Ja, nicht? Ja. Ja. Schön hier in der Lobby. Ja, schön gemütlich. Hier sterbe ich wenigstens nicht. Ey, komm, ich spiel eine Klasse, wo man dauerhaft stirbt. Also. Stauerhaft? Ja, stauerhaft. Nicht gibt's, unbedingt. Gibt's Pinsel mit Curling-Bombe? Weil dann kann man ja richtig geil vorstoßen eigentlich. Wirklich ich richtig sneaky durch und dann. Also ich habe bisher noch keine gesehen, weil ich glaube eher, weil der Pinsel sowieso schnell unterwegs wird. Ja, ich glaube, das machen die nicht. Ich glaube, es gibt keinen Pinsel mit Curling. Das wäre ein bisschen OP. Ich hätte gerne mal einen neuen Pinsel, weil meiner ist. Die Granaten sind einfach so doof. Ich habe entweder nur die normale oder die Mine. Du könntest ja auch einen schnellen Klecksroller nehmen. Ich bin Level 7. Nimm doch einfach einen schnellen Klecksroller. Ich bin Level 7. Ach so. Ich glaube, ich habe nicht. Ja, ich glaube, ich habe einfach einen Eimer. Ich hab dir gleich mal was Schnelles. Oh ja. Zombie spielt mit. Ja, richtig. Ah, Zombie! Das wird sicherlich Zombie der sein. Echte!
Würde lachen, wenn es echte ist. Man weiß es nicht, ne? Man geht immer davon aus, dass es fake ist, aber man weiß es nicht letztendlich. Das ist mal Zehnerkampf. Es könnte. Wäre mega witzig. Dabei fehlt Baudardo. So. Ich kann sagen, ich mag die Wandelzone gerade sehr. Die ist cool. Ach, Lucky schon erkennen. Vorsicht, Rackets! Raketen! Raketen! Rocket! Team Rocket! Rocket League! Dein Gesicht, Luna! Dein Gesicht! So schnell die Tinte dich aus. Dich spritze ich auch noch kaputt. Dich spritze ich auch noch an. Alter. Du wirst mich noch spritzen sehr sehen. Sehr schön. Wie hoch geht denn das? Wie weit geht denn das? Das geht ja gar nicht mal weit, Alter, die Kanonen. Ich hab doch auch Ulti gemacht, Mann. Kriegt nie meine Ulti hin. Ist ja ultimativ scheiße. Ja. Stimmt, mit Y kann man ja schnell drehen. Was? Ja, die Cam. Sehr, sehr praktisch. Ja. Man sollte sie in dem Moment nicht nach hinten ziehen. Ich wurde eingeengt. Ich geh mal zu ihm rüber. Ha, lol! Verkackt. Nein! Oh mein Gott, alle zu dritt! Hier sind drei, aufpassen! Bam. Ja, ich hab Zombie erledigt! Ha! Und das heißt, Nick Creator! Das heißt, wenn du, wenn das ein Videocall kommt, dann hast du Werbung. Ja, echt. Ja, richtig. Oh, fuck my life. Will Luna. Oh, sehr gut. Komm, das schaffen wir. Ketchup gegen Senf. Die Mitte! Nein, wir unsere sind Base wird angegriffen! Oh, unsere Base! Wie kann ich zurück? Wir haben die Mitte zurück. Vorstoßen, Leute! Hab Sai erledigt. Schnell! Nein! Oh, war das eng! Ich darf jetzt nicht sterben. Uhu! Luna, du Stück Müll! Ich glaube, es sieht sogar gut aus. Das ist sehr, sehr knapp. Das müssten wir haben. Das haben wir. Ja, das haben wir. 4%. Nices Match. Tja, Zombie, was willst du tun? Du Noob, geträgt. Ja, geil, Mann. Mir ist einfach nur geworden. Sehr schön. Ich bin volle Kanne Superstern-Fan. Oh, was bin ich? Ich level gleich mein Shirt. Ich bin Stufe 7. Ja, dann hol doch einen Roller. Hol dir gleich mal einen Roller. Einen City-Roller. Oh. Deo-Roller. Oh, geil. Dreamfound bleibt da. Er war gut. Mhm. Er war ein guter. Er ist sehr gut, ich, ja. Ich bin auch volle Kanne. Doch, bei Roller. Haben wir das nicht? Das haben wir doch, oder nicht? Ja, hätten die Leute Gekulinos. Ja, dann let's go. Gib mal Gekolino frei. Ja, wieso, Chat hier? Wieso macht ihr das bei Roller? Bei Roller hast du es direkt. Uff, laut. Hä, wo denn? Kommt's einfach direkt nochmal. Sehr gut. Das war so gut. Warum machst du das nicht einfach normal? Wie gesagt, die Gekolinos haben, können ja an die keine haben, ja auch rüberschicken.
Das ist ja möglich. Ja, tut mir leid, ich spiele gerade. Nein! Das war jetzt sogar leiser, ja, weil das war normal Lautstärke. War es zu leise? Nein, eigentlich nicht. Dürfte nicht. Ah! Was? Ja, ich hab ihn gekillt. Was? Was? Wieso gibst du mir denn jetzt deine Gekulinos-Rex? Hä? Warum denn mir? Du musst doch. Warum gibst du die mir, Rex? Nein! Gib die doch Dark und so oder so. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Was tust du denn? Weil ich es kann. Ja, das ist. Ja. Na, jetzt bin ich wegen dir ins Wasser gefallen, Rex. Weißt du? Das wolltest du doch ursprünglich. Dass du mich so irritierst, dass ich ins Wasser fall. Die Dinger kann man nicht einnehmen, die sind buggy. Was? Die Schwämme? Ja, natürlich kann man die nicht einnehmen. Wenn blau, dann geht das nicht mehr. Voll dumm. Oh Gott, hab ich den verschossen jetzt. Ha! Dark Emilia hab ich. Also ich wäre safe. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ich komm mal rüber. Ja, war auch gut. Ha! Opfer! Sehr gut. Da ist noch einer. Die wollen alle hier durch. Nee, auch eine gewonnen. Oh, die sind an der Base, gewinnt. Oder? Nee, auf der anderen Seite. Ich komme mal rüber. Die kommen nirgendwo vorbei. Nirgendwo. Ja, weil... Ha! Ihr habt die oben und ich hab die hier unten. Sehr schön, sehr schön. Sehr ja, ich wechsle auch ständig, wenn ich sehe, okay, da geht's ab. Ja, beim... Der Roller kommt von oben, der Roller und der Pinsel kommt auch von oben. Okay, ich hab hier unten. Ja, ich komm rüber. Ich bin schon hier. Ulti! Ich hab die Ulti jetzt einfach ins Nichts gemacht. Beim gewonnen. Nein! Unten ist der Eimer! Die Feuerblume. Ja. Ja, easy. Den hab ich noch weggesnackt. Ha! Die Feuerblume? Ja, den Eimerfuzzi, ja. Genau. Ja. Ja. Die Flexe so recht. Das sind Bomben von mir. Das war richtig gut. Fetter. Ja, Mann, richtig geil. Wir haben's auf jeden Fall rausgehauen gerade. Oh ja. Das war ein super Match einfach. Die Kills. Die haben halt einfach gar nicht durchgelassen. Einfach diese Kills. Ja, ja. Im Vergleich. Die haben wir dominiert. Aber richtig hart. Vor allem, ich war mit 1500 Punkten der Letzte. Was war das? Was ist das für eine Ulti? Wer ist wo? Mein T-Shirt meine ich gerade. Ich weiß nicht. Was war das für ein Zusatz? Wie sah es aus? Rakete mit dem Pfeil nach oben. Also der Raketenlauncher. Ich guck gleich nach. Vielleicht ist es ja Ulti schneller aufladen.